Das Annuitätendarlehen ist eine Kreditform, bei auch meist vermittelt langfristige Darlehen, wo die Belastung für den Kreditnehmer im Zeitablauf konstant sein soll. Die Belastung setzt sich dabei zusammen aus Zins und Tilgung. Also die Summe aus Zins und Tilgung soll im Zeitablauf konstant sein, weil bei vorhandener Tilgung der Zinsbetrag im Laufe der Zeit abnimmt, muss der Tilgungsbetrag entsprechend zunehmen. Kann der Tilgungsbetrag entsprechend zunehmen. Vielleicht schauen wir uns das mal noch rein visualisiert in einer Skizze an. Im Zeitablauf, hier dargestellt durch den Zeitstrahl wieder, würden wir zum Zeitpunkt 0 unseren Kredit ausgezahlt bekommen und zum Zeitpunkt 1 hätten wir jetzt einerseits irgendwie eine kleine Tilgungszahlung und aber auch eine Zinszahlung auf den gesamten Kreditbetrag, wäre diese Zinszahlung noch relativ groß. Ich schreibe mal hier rechts in Rot die Zinsen hin und in Schwarz soll unsere Tilgung sein. Zum Zeitpunkt 2 wäre jetzt der Zinsbetrag schon etwas kleiner, weil wir ja im ersten Jahr etwas getilgt haben. Der Tilgungsbetrag kann damit, wenn die Gesamtbelastung gleich groß bleiben soll, schon etwas größer werden. Zum Zeitpunkt 3 kann der Tilgungsbetrag wieder ein bisschen größer werden, weil der Zinsbetrag wieder etwas kleiner wird. Und zum Zeitpunkt 4 meinetwegen ist dann der Tilgungsbetrag noch größer. Ich sage mal hier, die Laufzeit ist 4 Jahre, damit ich nicht noch so lange weitermalen muss. Und der Zinsbetrag wird noch kleiner. Letztendlich bleibt im Zeitablauf die Summe aus diesen beiden Beträgen hier illustriert durch die Höhe dieser Balken immer gleich groß. Beides zusammen, die Höhe und die Summe von Tilgung und Zins, nennen wir dann Annuität. Was wäre die Annuität? Zumindest lehnt sich wahrscheinlich da an die Vorstellung an, dass es jährlich zu zahlen ist. In der Praxis haben Sie sicherlich auch monatliche oder quartalsweise Zahlung der annuitätischen Zahlung. Der Annuität. Ja, und jetzt könnten wir uns die Frage stellen, wie groß sind jetzt einerseits die Annuität, wenn ich ein bestimmtes Darlehen aufnehme, und andererseits zu einem bestimmten Zeitpunkt die jeweilige Tilgung oder der jeweilige Zins. Wir könnten diese, weil Tilgung, weil sie ja in jedem Jahr unterschiedlich groß sind, mit dem Jahr durchnummerieren im Subskript. Das heißt, ich habe hier Tilgung T1 bis T4 und entsprechende Zins, absolute Zinszahlung Z1 bis Z4. In meinem Beispiel. Bei einer Laufzeit gibt es natürlich entsprechende Mehrtilgungs- und Zinszahlungen. Ja, wie groß sind diese, könnten wir uns fragen. Dafür gibt es ein paar Formeln. Erstmal könnte ich die Annuität selbst ausrechnen, indem ich meinen Zinskreditbetrag, den nenne ich D0, durch den Rentenbarwertfaktor teile. Was ist der Rentenbarwertfaktor? Der ist hier abgekürzt mit RBF. Das steht also für Rentenbarwertfaktor. Diesen Rentenbarwertfaktor werden wir bei der Investitionsrechnung, wenn wir über Zinsrechnung sprechen, kurz herleiten. Aber hier möchte ich einfach erstmal die Formel verwenden. Eine mögliche Formel wäre dafür die hier angegebene. 1 minus 1 plus i hoch minus n durch i. Dabei ist i der Nominalzins des Darlehens. Das Darlehen würde hier über die Kreditlaufzeit mit einem konstanten Nominalzins i% vereinbart sein und n ist die Laufzeit des Kredites oder zumindest der Zinsfestschreibung. In meinem Falle wäre hier n gleich 4, in meinem Beispiel. Ja, wenn ich diese Größen einsetze, dann könnte ich mir eine Zahl ausrechnen, die nennen wir Rentenbarwertfaktor und die ermöglicht es mir, die Annuität zu berechnen. Wenn ich die Annuität berechnet habe, könnte ich dann den Zins zum Zeitpunkt 0 zum Zeitpunkt 1 sehr gut berechnen, denn im ersten Jahr muss ich ja auf meinen gesamten Kreditbetrag den Zins
zahlen. Das heißt, im ersten Jahr ist es sicherlich am sinnvollsten, in einem ersten Schritt erstmal den Zinsanteil auszurechnen innerhalb der ersten Annuität. Den Tilgungsanteil könnten wir uns dann in einem zweiten Schritt ausrechnen, einfach als Differenz zwischen Annuität und Zinsanteil. Wenn ich dann in irgendeinem Folgejahr Tilgungs- und Zinsanteil ausrechne, könnten wir uns eine Zuordnung zunutze machen, wo der Tilgungsanteil in der Zukunft einfach der aufgezinste Tilgungsanteil zum Zeitpunkt 1 ist. Wenn wir jetzt den Tilgungsanteil T1 zum Zeitpunkt 1 kennen, können wir uns also jeden Tilgungsanteil in der Zukunft ausrechnen. Ich würde mir deshalb als nächstes einen Tilgungsanteil zu den Zeitpunkten 2 bis n immer vor dem Zinsanteil ausrechnen. Nehmen wir mal an, wir suchen den Tilgungsanteil T3, dann würden wir hier mit Hilfe dieser Formel T3 ausrechnen. Das wäre unser dritter Schritt und dann in einem vierten Schritt würde ich den Zinsanteil ausrechnen, einfach als Differenz zur Annuität. Ja, schauen wir uns das mal in einem Beispiel an. Ein Unternehmen hat jetzt ein Annuitätendarlehen von 100, ein Disagio von 4% ist vereinbart, das heißt, die Auszahlung zum Zeitpunkt 0 ist nicht vollständig die Kreditsumme 100, sondern 4% weniger. Die Laufzeit soll 5 Jahre betragen, der Nominalzins 5%. Ja, jetzt sollen wir die Zahlungsreihe des Kredites aus Sicht des Kreditnehmers bestimmen. Die würde dann so aussehen, dass wir uns vielleicht eine kleine Tabelle skizzieren, wo wir zu jedem Zeitpunkt die Zahlung eintragen können. Zum Zeitpunkt 0 hätten wir die Auszahlung 100 Kreditsumme minus unser Disagio 4% auf 100. Und das sind 96 bei diesem Zahlenbeispiel. Es ist sehr leicht. Ich würde also, obwohl ich die Kreditsumme 100 schulde, nur 96 ausgezahlt bekommen. Mit diesem Disagio erkaufe ich mir im Zeitablauf des Darlehens, also während der Laufzeit, einen geringeren Zins, Nominalzins. Es kommt der Zeitpunkt 1. Zum Zeitpunkt 1 müssen wir unsere gesamte Annuität bezahlen, wie wir auch das zu den Zeitpunkten 1 bis 5 jeweils machen müssen, über die gesamte Kreditlaufzeit, die ist ja 5 Jahre in meinem Aufgabenbeispiel. Das ist ja hier nur eine Skizze, die noch nicht unmittelbar zur Aufgabe gehört. Ja, zu den Zeitpunkten 1 bis 5 würden wir also immer unsere Annuität AN zu zahlen haben, die sich aus Summe, Zins plus Tilgung zusammensetzt. Diese Annuität hatten wir oben mit einer Formel beschrieben oder errechnet und die ist gewesen unser Kreditbetrag D0 durch den Rentenbarwertfaktor. Der Rentenbarwertfaktor wird bestimmt durch den Nominalzins I und die Laufzeit N. In unserem Falle wäre diese Annuität für D0 eingesetzt 100, unser geschuldeter Kreditbetrag, und der Rentenbarwertfaktor, da können wir nochmal hinschreiben, um die bestimmten Variablen klarzustellen, gilt für I gleich, das war der Nominalzins 5% und N 5 Jahre. Nun könnten wir unsere Formel für den Rentenbarwertfaktor nutzen. Ich schreibe die hier auch nochmal auf. Der Rentenbarwertfaktor für I Prozent und N Jahre war 1 minus 1 plus I hoch minus N durch I. Da könnte ich jetzt hier meine Werte für I und N einsetzen, wäre also 1 plus 1,05. Hoch minus 5 durch 0,05 und das sind
Das Schlimme ist, ich habe es auch in den Taschenrechner eingegeben. 1 minus 1,05 hoch minus 5 durch 0,05 würde dann 4,3295 ergeben. Und diesen 4,3295 setzen wir oben in unsere Annuitätenformel ein. Wir hätten dann eine Annuität von 100 durch 4,3295 und das sind 23,1. Das wäre erst einmal unsere Annuität. Zu den Zeitpunkten 1 bis 5 müssten wir also immer den Betrag 23,1 als Kreditnehmer bezahlen. Und nach 5 Jahren wäre der Kredit vollständig getilgt neben der geleisteten Zinszahlung. Nun könnten wir uns aber dafür interessieren, das ist hier unter Fragestellung B noch formuliert, wie hoch der Zins- und Tilgungsanteil am Ende des ersten und des dritten und des fünften Jahres ist. Schauen wir erstmal das erste Jahr an. Im ersten Jahr hatten wir gesagt, wäre es günstig, zuerst den Zinsanteil auszurechnen. Das entspricht diesem ersten Schritt in der Skizze oben. Das heißt, ich würde in einem ersten Schritt erstmal Z1 ausrechnen und das ist schlicht der Kreditbetrag D0, auf den Kreditbetrag D0 der Zins I. In unserem Falle also 100 mal, der Nominalzins beträgt ja 5% gleich 5. In einem zweiten Schritt könnten wir uns dann die Tilgung ausrechnen. Das ist die Annuität minus dem Zinsbetrag. Und die Annuität hatten wir mit 23,1 bestimmt. 5 ist unsere Zinsen, dann ist unsere Tilgung 18,1. Damit haben wir für das erste Jahr die Zahlung schon entsprechend bestimmt, mit diesen Schritten 1 und 2. Für das dritte Jahr können wir uns jetzt die Formel zunutze machen, dass der Tilgungsanteil nur der aufgezinste Tilgungsanteil des ersten Jahres ist. Wäre hier unser dritter Schritt. Jetzt würden wir T3 berechnen und dafür haben wir hier oben eine Formel. Wir würden also T1 jetzt 2 Jahre aufzinsen. Wir sehen es auch an unserer Skizze. Ich schreibe es mir jetzt mal auf, T1 mal 1 plus i hoch 2. T1 haben wir vorher ausgerechnet mit 18,1 und jetzt müssten wir das mit 1,05 aufzinsen und zwar genau 2 Jahre. Sie sehen, vom ersten bis zum dritten Jahr ist der Abstand 2 Jahre. Dann haben wir einen Tilgungsanteil von 19. Im vierten Schritt können wir dann leicht den Zinsanteil ausrechnen. Der wäre die Annuität minus dem Tilgungsanteil in diesem Jahr. In unserem Fall ist die Annuität 23,1. Der Tilgungsanteil 19 hätten wir also 4,1. Ja, bleibt noch das fünfte Jahr. Im fünften Jahr müssen wir jetzt aber nicht anders verfahren als im dritten Jahr. Wir können wieder das gleiche Vorgehen nutzen. Und zwar nenne ich das mal hier wieder Schritt 3, wäre dann erst der Tilgungsanteil zu berechnen, T5. Und der ist T1 mal 1 plus i dann hoch 4. Und das ist 18,1 mal 1,05 hoch 4 wäre 22. Und in dem Schritt 4 würden wir dann den Zinsanteil zum Zeitpunkt 5 ausrechnen, die Annuität minus den Tilgungsanteil zum Zeitpunkt 5 bzw.
23,1 minus 22 ist gleich 1,1. Nun haben wir alle Daten, die wir laut Aufgabenstellung berechnen sollen, haben eine gewisse Vorstellung, wie der Kredit aufgebaut ist.